Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier im Weltraum auf dem Mars mit mir, dem Chris und Stationios. Genau. Mal eine etwas andere Ansage heute. Ich hatte mal Lust darauf. Ja, wir brauchen Glas-Sheets, weil wir ja hinten unseren Kühlraum zumachen wollen. Ich habe da schon was unten gehört, so von wegen, ja, Glas macht überhaupt keinen Sinn. Das musst du alles komplett einbauen, das musst du alles komplett umbauen, das musst du alles komplett in die Nase bohren. Ja, muss ich alles. Könnte ich, müsste ich aber nicht. Will ich auch gar nicht, weil das reicht ja. Wir haben ja eine unfassbare Kühlleistung hier drin und dementsprechend brauchen wir eigentlich keine, wir brauchen keine, keine super isolierenden Wände oder so ein Scheiß. Ja, brauchen wir nicht. Brauchen wir einfach nicht. Brauchen wir nicht. Geht auch ohne. So, was ich jetzt aber nicht glaube, ist, dass wir hier oben jetzt noch einen Rahmen reinkriegen. Oh, da habe ich mich geirrt. Das geht tatsächlich noch. Ah, ich werde ja nicht mehr. Ist ja lustig. Die Frage ist, ob die das jetzt an den Raum wieder zurückgeben, die Wärme. Ich glaube ja, ne? Aber eigentlich hieß es, die geben das nur an der Seite ab, wo der Radiator ist. Naja, wir werden ja sehen, ob unsere Kühlung funktioniert. Wir werden ja sehen. So, was ich jetzt mal probieren will, ist, ob wir hier drinnen eine Atmosphäre aufgebaut kriegen. Das will ich aber jetzt erstmal als freier Mitarbeiter im druckbehafteten Raum, würde ich das gerne mal ausprobieren hier. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ne? So, jetzt habe ich mich hier eingeschlossen. Ist auch ein bisschen seltsam, finde ich. Passiert hier nichts? Hm. Ah, jetzt passiert was. Okay. So, ich will nämlich mal gucken, wie viel wir brauchen, dass die Kühler hier laufen. Die müssen ja irgendeinen speziellen Druck haben wollen. Warum haben wir denn jetzt bloß 1 Kilopascal? Wieso ist denn das jetzt hier? Wieso ist denn hier keine Atmosphäre drin? Der Raum ist ja eigentlich so groß. Und die Dings sind eigentlich richtige Burner normalerweise. Ach so, ja, naja, klar. Sie sind ja nur Burner, wenn wir Atmosphäre haben. Aber wir haben ja keine draußen auf dem Mars. Deswegen müssen wir natürlich erstmal abwarten, bis der hier ein bisschen was reingeschoben hat an Material. Und den müssen wir dann nämlich steuern. Das heißt, wir müssen den Druck auslesen des Raums und müssen dann sagen, hier, dreh den Druck hoch bis auf XKPA. Und wenn du das hast, dann schalte ich wieder aus. So. Damit der uns nicht die Scheiben rauskloppt. Weil wenn der 150 KPA macht, dann sind die Scheiben raus. Wir können das ja mal probieren. Dauert ein bisschen, bis der 150 KPA hier aufgebaut hat, aber ich wollte ja bloß mal gucken, ob das funktioniert. Ne? Also, deswegen bin ich jetzt hier drin. Einfach um zu gucken, ab wann der Kühler jetzt hier kühlt. Der muss ja irgendwann loslegen. Ein Gas hat er draußen schon. Also der ist angeschlossen. Strom hat er. Und der muss jetzt irgendwann anfangen zu kühlen. Und ich will wissen, wann. Bei wie viel KPA. Weil dann können wir nämlich den Druck auf genau diesen Wert einstellen. Und dann schießen wir uns auch nicht die Scheiben raus, wenn die Temperatur sich mal erhöht. Denn mal angenommen, uns fällt der Strom aus. Und dieser Raum hier ist auf minus 150 Grad runtergekühlt. Ja? Und wir schießen uns die Tür mal den Strom weg oder was weiß ich. Dann laufen die Kühler nicht mehr. Und dann heizt sich das hier drin auf. Und wenn ich dann 130 KPA hier drin habe, bei minus 150 Grad, dann habe ich bei 18 Grad Außentemperatur hier wahrscheinlich 400 kPa oder 500 und dann fliegen uns die Scheiben raus. Also müssen wir aufpassen, dass wir diesen Raum so niedrig wie möglich komprimieren. Ja, der will noch nicht. Dass wir den so niedrig wie möglich komprimieren, bis die Kühler funktionieren. Wir brauchen natürlich eine Atmosphäre, ist ja klar, dass hier drin was passiert, aber was mich wundert ist, dass wir hier so wenig Molze reinziehen mit dem Ding. Das wundert mich ein bisschen. Sind nur 16 Mol CO2. Naja, klar, wir brauchen eine Atmosphäre, aber ja. Also, das wundert mich ein bisschen. Ich kann mit so einem Ding, kann ich innerhalb von einer Sekunde, habe ich 5 Megapascal hier im Kühltank. Ja.
Und 18 Kilomol hat der schon gefördert da draußen, der eine alleinige. Und warum macht der jetzt hier nichts? Was ist denn hier das Problem? Warum? Da ist ein Passivfan dran. Das ist genau der gleiche. Warum macht denn der hier keinen Druck? Das verstehe ich nicht. Habe ich noch irgendwas vergessen? Eine Scheibe? Ne, dann würden wir keinen Druck aufbauen. Wenn wir eine Scheibe vergessen hätten, haben wir jetzt Scheiben drin. Wir gucken mal. Ja. Und jetzt drücken wir hier mal ein bisschen Gas rein hier. Mit unserem Jetpack. 21 Mol, das ist ein bisschen wenig. Warum ist denn das so wenig? Warum ist das so wenig? Verstehe ich nicht. Oh, wartet mal, ich hab den. Achso, nee, ich hatte den ausgemacht, deswegen hat er AP-Pumpt, ja. Wieso macht denn der nur 0, irgendwas KPA pro Tick? Das ist doch ja nix. Verstehe ich nicht. Wir sind schon fast 7 Megapascal drin. Na gut, ich habe auch mal festgestellt, wenn die Events zu dicht zusammenstehen, dass sie sich gegenseitig die Luft wegklauen. Aber das kann ja hier nicht sein. Erstens haben wir keine Luft auf Mars und zweitens ist der hier drin. Ne? 5 kPa, mehr schafft er nicht. Wie lange soll das dauern, bis ich das hier komprimiert habe? Also, bis ich das voll Druck habe hier. Das dauert ja 3 Wochen. Da ist halt die Frage, ob wir da nicht einen Schalter nehmen. Und damit die Sachen schalten. Und dann von Hand hier ein bisschen Druck reinfahren und das beobachten. Oder ob wir das halt automatisiert machen lassen. Ich würde es natürlich automatisiert machen lassen. Aber mich wundert, dass der Vent hier so wenig Leistung zeigt. Also das verstehe ich nicht. Klar, die Marsatmosphäre ist ja auch nicht besonders dicke, ja, aber... in den Tanks geht es schneller rein. Okay. Okay, wir sind wahrscheinlich jetzt kurz vor dem Bereich, wo er funktioniert. Jetzt. Oh, guck mal, wie die Temperatur fällt. Oh, sehr schön, das wollte ich sehen. Okay, für 2 reicht es noch nicht. Achso, na klar, die Luft zieht sich ja zusammen. Ja, der Druck fällt ja. Der Druck fällt ja, weil die Luft sich ja zusammenzieht. Oh, minus 61 Grad, sehr schön. Ha, ich bin begeistert. Ja, komm. Die schaffen es nicht. Ja, wir machen nur einen an. So, gucken wir mal, was haben wir hier? Minus 12. Okay, der scheint sich, ja, der kühlt sich ab. Das ist gut, das ist gut. Das müssen wir denn jetzt mal morgen früh in der Sonne, müssen wir das mal sehen. Oh, minus 73 Grad. Hält der Scheiße, jetzt wird's kalt. Die Frage ist, hält unser Anzug das aus? Das weiß ich gar nicht. Ach, ich weiß, was unser Problem ist. Wir müssen es rein pusten und nicht rein saugen. Dann sind sie stark. Ja, der pustet da hinten und der saugt. Und beim Pusten sind sie stark, beim Saugen sind sie nicht so stark. Oh, minus 84 Grad. Ja, das sieht gut aus. Geht der jetzt schon? Ja, der geht schon. Fällt der Druck wieder? Oh, minus 91. Alter, Falter. Oh, ist das kalt. Uiuiui. Sehr schön. Also jetzt haben wir schon fast minus 100 Grad. Boah. Alter. Da reicht ja ein Wohlkühler schon. Boah. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir. Das will ich haben. Aber guck mal, 6 kPa, da brauchen wir ja nicht so viel, ja. Aber wir müssen ein paar Mols haben, sonst transportieren wir die Kälte nicht. Minus 14, 1, minus 14, 2 dann wahrscheinlich, ja. Und das müssen wir uns jetzt, wir müssen jetzt mal warten, bis hell wird. Und dann müssen wir mal gucken, was der hier macht. Jetzt komme ich leider an die anderen Bänder da hinten nicht ran. Jetzt hätte ich gesagt, ich würde die auch gerne mal anschalten. Da hinten, die Hoshis. Uns hier raus. Oh, guck mal, wir können draußen gucken, was draußen los ist. Nee, können wir nicht. Oh, minus 120 Grad. Oh, ja. Und was wir auf jeden Fall ausprobieren müssen, wir müssen dann mal die Kühler ausschalten und müssen gucken, wie weit sich die Scheiße, das Gas, Entschuldigung, ausdehnt. Na, guck mal, es reicht schon wieder nicht mehr. Scheiße, was muss ich denn hier an Druck in Rinnen bringen, dass die funktionieren, ey. Ja, komm, wir machen nur einen. Einer reicht erstmal.
Aber ihr seht schon, der schafft das nicht, ja? Der Temperatur steigt schon wieder. Naja gut, die steigt natürlich auch, weil warmes, in Anführungszeichen warmes Gas von draußen reinkommt. Und ja. Und weil natürlich einer nicht so viel Leistung hat wie zwei. Ne? Ist ja klar. Zwei Kühler haben natürlich viel mehr Kühlleistung. Aber minus 132 Grad sieht doch schon gut aus. Minus 15,5 haben wir hier schon. Sieht gut aus. Gefällt mir. 7 Bar. Ja, aber wie gesagt, da müssen wir 7 Megapascal, da müssen wir aufpassen. Wir dürfen den nicht zu doll aufpusten. Wenn da irgendwas ausfällt bei der Kühlung, ja, dann platzt der, weil der dehnt sich dann aus und dann bang. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, wie lange das dauert. Wir werden sehen. Okay, dann machen wir nochmal einen Umbau der Anlage. Dann drehen wir den Spieß hier mal um. Der muss raus und der muss von draußen reinpusten. Und dann klappt das auch. Dann müsste das eigentlich auch gehen von der Leistung her. Ich hoffe, dass die Kühlfläche da oben ausreicht. Damit könnten wir sogar unsere Basis heizen. Das ist wie so ein Blockheizkraftwerk. Oh ja, minus 134 schaffen wir. Minus 135. Na, mal gucken, wie weit es geht. Ich bin echt mal gespannt, wie weit wir die Temperatur runterkriegen. Oh. Und dann schauen wir mal, würde der Kaiser sagen. Nicht wahr? Okay. Ja, wir müssten den eigentlich hier drüben hinbauen, den Puster, weil dann kann ich den nochmal an- und ausmachen, wenn ich hier die Temperaturen sehe. Es wäre ja Blödsinn, wenn ich die gar nicht sehe hier, ne? Und das müssen wir eigentlich auch gar nicht über den Chip machen. Das können wir auch über einen Batch-Reader und einen Batch-Writer machen. Also über einen Reader, also einen Digital Reader und zwei Digital Writer. Könnten wir hier die beiden Werte Druck und Temperatur reinschreiben. Dann brauchen wir die nicht irgendwie, ne? Minus 140. Ja. Sehr schön. Minus 16 Grad. So, jetzt geht die Sonne auf. Jetzt werden wir mal hier die Temperatur vom Tank beobachten. Was hier passiert. Weil wenn die Sonne... Naja, es ist ja Glas hier, ne? Wenn die Sonne reinscheint, dann... vielleicht sollten wir doch Wände nehmen. Und das Ganze dicht bauen. Sonnendicht bauen. Ja, guck mal hier. Steigt schon wieder die Temperatur im Tank. Steigt. Naja gut. Das ist jetzt ja auch ein Fehler meinerseits. Wir pumpen ja aktuell noch Gase rein. Und die Gase sind ja warm draußen. Ja, und dementsprechend heizt sich natürlich der Tank auf. Wir müssten den dann jetzt erstmal setzen lassen, also die Einpumparbeiten lassen. Das wäre jetzt mal für Proof of Concept, wäre das mal interessant zu wissen, ob das geht. Ja. Ja, das wäre mal eine Idee. Ja klar, er steigt jetzt, weil erstens pumpen wir halt warme Luft rein von draußen, also in den Tank, ne? Wir pumpen ja immer noch Luft da vorne. Und zweitens, ja, ist das hier alles noch Kikifax. Aber mehr als 9,7 kPa kriegen wir nicht rein. Das ist schon ein bisschen lustig. Aber jetzt steigt der Wert, klar, weil die Temperatur ja auch steigt. Wo sind wir hier? 15,6. Naja, aber so viel heizt er sich gar nicht auf. Ist okay. Minus 140. Ja, die Raumtemperatur wird ja auch höher, weil natürlich auch der Tank gibt ja seine Wärme jetzt ab hier an den Raum. Die warme Luft von draußen, ne, die wärmt ja den Tank und der Tank gibt seine Energie jetzt hier in den Raum rein. Und die Wallcooler pusten die Wärme wieder raus. Das ist totale Energieverschwendung, aber machen wir gerne. So, 10 kPa, mehr haben wir nicht. Na gut. So, wollen wir mal gucken, was passiert, wenn wir die jetzt ausmachen und die Temperatur steigt. Naja, nicht wirklich viel mehr. Okay, dann machen wir den aus. Dann würde ich sagen, bauen wir den mal ab. Und
drehen halt den Spieß um. Dazu werden wir jetzt hier nochmal kurz russisch hier die Scheibe rausbauen. So. Dann schmeißen wir die Scheibe weg. Ne, schmeißen wir nicht weg, die packen wir hier hin. Dann werden wir den Passive-Fend mal abbauen. Ach, das war ja wieder die Wrench, genau. Das war die Wrench. Ja, Schraubenschlüssel, auch genannt. So, und dann würde ich jetzt gerne mal, ist die Frage, wir können ja die Leitung nicht kreuzen. Wartet mal. Ja, das ist natürlich blöd jetzt, ja. Mit dem Rohr, das ich hier gebastelt habe. Ist egal. Dann müssen wir hier mit dem Strom jetzt hier runter, hin und her und dann, das kriegen wir hin. So, und der muss jetzt aber reinpusten. So, dann haben wir hier einen Passive Vent. Der kommt jetzt hier hin. Okay, dann schalten wir jetzt mal alle Kühler an. Die heulen natürlich rum, weil sie jetzt keine Atmosphäre haben. Kratzt uns aber nicht, weil wir da ja jetzt gleich eine reinbauen in der Atmosphäre. Ja. So, jetzt müssen wir hier auch... Oh, habe ich die Scheibe nicht reingemacht? Nein, habe ich nicht. Doch, habe ich. Habe ich noch eine rausgenommen? Nein, habe ich nicht. So, dann nehmen wir jetzt hier nochmal die Scheibe raus, schalten auch die beiden ein. So, jetzt brauchen wir noch Strom. Oh, Strom haben wir ja wieder nicht. Das ist wieder sehr vorteilhaft hier. Wir brauchen unsere Tang. So, wo haben wir denn Strom? Da hinten haben wir Strom. So. Gucken wir mal, wie viel Druck haben wir da jetzt schon drin? 9, schieß mich tot. Okay. Wieder ein paar Gabel bauen. Ja, wir bauen jetzt alles auf Heavys um. Das haben wir sowieso irgendwann. Klar, man hätte jetzt einfach schlau sein können und das über ein Trafo machen können. Die Frage ist, was muss ich von meiner Basis her am Kühlraum haben? Ja, also an Daten, weil, wie wir ja schon festgestellt haben, trennen Trafos ja Datenstrecken. Aber was würde ich hier aus der Basis haben wollen? Ja, das ist eigentlich, war eigentlich total blöd, der Gedanke. Also wir hätten hier schon ein Trenntrafo reinbauen können und hätten hier mit Standardkabeln arbeiten können. Ja, wo wir machen können. Aber egal. So, minus 13,6 hat er noch. Das ist gut. Ach so, ja, wir müssen hier die Anzeigen noch machen. Ja, das machen wir noch, das machen wir noch. Und die Wallcooler können wir ja auch starten, je nachdem, entsprechend der Temperatur. Ich wollte jetzt hier nochmal reingucken. Was haben wir denn jetzt hier an Temperatur? Minus 5 Grad. Oh, so, alles gut. Sehr schön. Gefällt mir. Ich renne, ich sehe aus wie ein Einbrecher, wirklich. Wasser müssen wir noch besorgen. Können wir nämlich schnell Gas erzeugen, was wir brauchen. So, das ist jetzt unser Knallpeng hier. So nenne ich das jetzt. Das heißt jetzt Knallpeng. Weil das wird irgendwann explodieren. Da werden wir dann uns wundern und dann heißt es was? Und so, wisst ihr? So, das wird ja passieren. So. Mein Problem ist, ich kann jetzt nicht nachvollziehen, wie viel Druck da drin ist. Also, oh, die haben schon aufgehört, die pumpen schon, die kühlen schon. Warum kühlen die noch nicht? Doch, jetzt kühlen sie auch. So, mehr machen wir da jetzt, füllen wir da jetzt nicht rein. Das muss reichen. Weiß nicht, was da jetzt drin ist. Kann sein, dass das jetzt platzt hier, ja? Aber, ja. So, jetzt werden wir den mal setteln lassen. Das heißt, wir machen den mal aus. Der füllt jetzt also kein kaltes Gas mehr ein. Warmes Gas, meine ich. Und jetzt werden wir mal hier beobachten, was passiert. Also diese Pipe muss sich ja jetzt immens erhitzen, weil hier kommt ja jetzt die Hitze an. Ja, die Hitze, die hier drin ist, wird ja von den Wallcoolern hier in dieses Medium übergeben und in diesem Medium ja, wird die Hitze abtransportiert. Das wird wärmer. Oh, hier, wir haben nicht genug Atmosphäre. Oh, haben nicht genug Atmosphäre, weil er hat schon wieder... Jetzt haben wir wieder Atmosphäre. Das muss ich ja eigentlich gar nicht einstellen. Ich muss es ja einfach nur
so lange machen, bis alles schicki ist. So, und jetzt könnten wir denn schon mal irgendwann anfangen mit der IC10-Kodierung, zumindest schon mal so weit, dass wir hier die Temperatur auslesen können und den Druck, weil nichts ist schlimmer, als hier nicht zu wissen, was da drin los ist. Ich will das nicht machen. Das explodiert irgendwann. Irgendwann fliegt uns das um die Ohren. Deswegen, so ein ihr werdet das nicht glauben, aber wenn ihr selber Station hier spielt, habt das ja schon gesehen, dass so ein Vent kann schon echt schnell Druck aufbauen. Und dann ist ganz schnell Aua angesagt. Weil dann ist ganz schnell kaputt hier alles. So, jetzt gucken wir erstmal, was hier drin ist auf dem Chip. Im Chip muss ja irgendwas drauf sein. Oh, ich habe die Netze getrennt. Ich habe nur noch den IC-Housing. Sehr schön. Sehr schön, Chris. Dann passiert mir hier nichts mehr. Ach, das ist der Außenlüfter. Okay, den clearen wir mal. Confirmen das Ganze mal. Exporten den, dann ist der leer. Und jetzt editen wir. So. Alias. Tank. D0. D0. Alias, Temp-Sensor D1. Alias, LED, Temp, D2. Alias, LED, Druck, D3. Alias, Cooler, wir schreiben mal Deutsch, wa? Können wir eigentlich Deutsch schreiben? Kann der Ü? Kühler, D4. Ah, guck mal, das geht nicht. Mhm, okay. Ja, schreiben wir es, machen wir es hier. So. Cooler, D4. So, was brauchen wir noch? Das sind denn die Cooler, das ist der... Ja, okay, wir könnten theoretisch. Also machen wir noch Pipemeter. Achso, Entschuldigung. Alias, Pipemeter D5. Was haben wir noch? Scheiße. Ich habe ein bisschen im Hinterkopf, dass uns die Anlage hinten explodiert. Deswegen bin ich jetzt kurz mal gewillt, nochmal rauszugehen zu gucken. Ah, guck mal. Wir haben eine so niedrige Temperatur, dass wir hier schon wieder nicht mehr kühlen. Müssen aufpassen. Mehr wie 150 kPa dürfen wir da nicht haben. Also, wir haben die zwei LEDs, wir haben den Pipemeter, wir haben die Cooler, das machen wir dann mit dem Batchwriter und wir haben den Tank. Mehr haben wir nicht. Dann könnten wir theoretisch ja den hier auch noch mit dazu nehmen, dass der dann entsprechend des Drucks im Tank füllt. Ne? Also ist D6 dann der Füllvent. Oder was? Der Füllvent. Wie nennen wir den denn? Alias. Gas. Vent. So nennen wir den jetzt. D6. So, jetzt haben wir alle dran. Was brauchen wir? Wir brauchen Alias. Temperatur. R0. Dann brauchen wir Alias Druck, R1. Dann brauchen wir Tankdruck, R2. Also das ist der Max-Tankdruck, so nennen wir den jetzt mal. Also nicht Max Mustermann, sondern Max Tankdruck. Ich muss ja nochmal hinterher. Das ist halt so heikel. Warum programmieren wir eigentlich immer am Arsch der Welt? Wir können doch da eine Anlage programmieren, oder nicht? Oh ja, wir haben noch Druck. Wir kühlen noch. Hier, wo sind wir denn? -12,9. Okay. Ja, wir lassen das erstmal ein bisschen jetzt sitzen. Setteln. Ah, das muss ich erstmal eintüdeln jetzt hier. Wir verlieren hier natürlich auch noch ein bisschen Energie hier. Ein bisschen Kühle. Weil wir hier nicht komplett dran sind. Aber 1, 2, 3, 4 könnten wir dran bauen. Machen wir auch. Was brauchen wir? Wir brauchen die Wrench. 1, 2, 3. Guck mal hier, haben wir doch.
Eins, zwei, drei. Oh. Jetzt verlieren wir natürlich nichts. So, jetzt kicken wir mal, wie lange das funktioniert. Minus 13. So, also was brauchen wir? Wir brauchen einen Pipe Meter, wir brauchen den Dings. Achso, da müssen wir noch einen Logic Iono aufbauen. Logic IO. Ja, ich weiß, ich habe die Pipe in den Schrank gepackt. Das wollte ich auch. So, das muss dann ein... ein Logic Writer werden, richtig? Ah, scheiße, dann haben wir ja gar keinen Platz mehr. Wir haben keinen Platz mehr am Chip dann. Warum habe ich denn jetzt verkehrt rum in die Boat, ey? Mann, nein, kein Logic Reader. Chris, Junge, konzentrier dich doch mal. Mann, Junge, ey. So, Batchwide. Oh, wir haben schon wieder keinen Druck mehr. Temperatur ist zu niedrig. Mal schnell mal. Warum bin ich eigentlich so rumgelaufen, ey? So. Oh, ich will auf jeden Fall die Anzeigen jetzt erstmal haben, ey. Sonst, oh. Ich nicht, was da passiert, ey. Das müssen wir jetzt erstmal schnell programmieren. So, Edit. Also Temperatur brauchen wir. Druck brauchen wir. Also vom Raum, ne? Ja. Vom Raum. Was anderes brauchen wir ja nicht. Ja. Der Rest wird uns ja oben angezeigt über die Konsolen. Ja, aber da haben wir schon wieder das Problem, ja, mit dem Pipemeter. Ja, da brauchen wir... das brauchen wir eigentlich gar nicht, das Pipemeter, weil... wir können den Tankdruck ja messen. Und das werden wir jetzt auch machen. Wir werden das so machen. Alias, das ist D5. Und das ist der... das sind die Cooler, Gasvent. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Oh, jetzt habe ich schon mal ein Blackout hier. Ich habe schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Also, wir brauchen den hier, D1, die Cooler, D2, D3, D4. Der Tank ist D5, Halbmeter D6, na, da passt es doch. Also, wieso habe ich jetzt gerade, hä? Verstehe ich nicht, warum ich jetzt hier gerade irgendwie rumgekaspert habe. So, den müssen wir jetzt aber auch erstmal anschließen hier, damit wir den mal kurz checken können, ob der das macht, was er soll. Ja, ich brauche natürlich wieder mein Werkzeug. Ja, das war ein Satz mit X. Wir haben keine Kabel. Naja, das war ja abzusehen. So, wir haben noch Atmosphäre da drin. Es passiert noch was. Das ist gut. Minus 13,2. Das ist nicht so viel, wie ich dachte. Also ich dachte, das kühlt ein bisschen doller. Also mehr passiert jetzt hier auch gerade nicht, ja. Wir haben jetzt minus 67 Grad außen. Das heißt, die müssten hier massiv Temperatur abgeben können. Aber ich glaube, da drin ist gar nicht mehr so viel, als was sie da irgendwie... jetzt keine Atmosphäre drin. Ich sehe da hier Luftbewegungen. Wo kommen denn die hin? Naja, ist ja auch ein großer Raum. Muss ein bisschen dauern. 13,3 Grad ist ja auch erstmal okay. Gucken wir uns erstmal an. Jetzt machen wir erstmal ein paar Heavy Cable.
Güti, und ihr könnt schon mal abschalten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, wir sind immer noch nicht explodiert. Und ja, wie ich so immer schön sage, denkt dran, haltet den Kanal ein bisschen am Leben, indem ihr euch ein bisschen daran beteiligt, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr was zu sagen habt, schreibt was. Wenn ihr nur stummer Zuschauer sein wollt, dann könnte das natürlich auch sein. Es gibt keine Werbung, keine Betteleien, gar nichts. Hier ist alles nur spielbezogen und ich hoffe, das gefällt euch so. Ich danke euch fürs Zuschauen. Haut rein, bis denn. Euer Chris.